Hallo, in diesem Video nur eine weitere Demonstration, wie einfach es ist, einen Trojaner zu bauen. Die einzige Kunst besteht darin, zu wissen, dass es die Software überhaupt gibt. Die Installation Ihres Standard-Webbrowsers ist komplizierter als die Handhabung dieses Trojaner-Baukastens. Damit der Software nicht viel falsch gemacht werden kann, werde ich nicht auf die einzelnen Punkte eingehen. Jedenfalls nicht alle. Es geht ja auch nicht darum, dass Sie einen perfekten Trojaner bauen, sondern es geht darum, dass Sie sehen, wie A, einfach es ist, und B, dass noch einige Raffinessen mitgebracht werden, sodass wir halt daran sehr schön lernen können, wie der Trojaner arbeitet. Den speziellen Trojaner, den ich jetzt hier gleich erstelle, der wird höchstwahrscheinlich von Ihrem Virenscanner erkannt werden. Der stellt also nicht wirklich eine Gefahr dar. In der Beschreibung finden Sie einen Link, wo Sie den Trojaner runterladen können. Wenn Ihr Virenscanner ihn nicht erkennt, nachdem Sie ihn runtergeladen haben, nachdem Sie ihn ausgepackt haben, eventuell sogar nachdem Sie ihn gestartet haben, dann haben Sie definitiv den falschen Virenscanner an Bord. Also der hier, der muss erkannt werden. Aber wie gesagt, ich schätze mal, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Sollten Sie das Ganze überhaupt durchspielen und bis zum Start dieses Trojaners kommen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Der Trojaner wird, wenn Sie ihn dann überhaupt starten, Verbindung zu einem Computer in Ihrem eigenen Netzwerk aufnehmen. Eben 192.168.1. Soweit ich weiß, 129 sehen wir aber gleich noch genauer. Und wenn dieser Rechner bei Ihnen nicht existiert oder selbst wenn er existiert, aber die Software halt dort nicht läuft, kann Ihnen da nichts passieren. Abgesehen davon nimmt der Trojaner keine weitere Verbindung auf. Werden wir aber auch gleich sehen, wie wir das Ganze auf dem Opferrechner sehen können. Trotzdem ist das Ganze natürlich durchaus eine Gefahr, natürlich jetzt nicht für Sie mit unserem Trojaner, aber grundsätzlich, unser Trojaner hier hat natürlich noch die Rohfassung, aber es gibt viele Programme, die stellen wir Ihnen in anderen Videos vor und zum Teil haben wir sie auch schon vorgestellt, die einen Trojaner verschlüsseln können. Dann ist das Ganze nämlich nicht mehr von einem Virenscanner zu erkennen, beziehungsweise wir haben nicht mehr so eine hohe Erkennungsrate. In anderen Videos haben wir das grundsätzlich schon gezeigt, unter Linux, Ubuntu haben wir das schon gezeigt. Das Metasploit Framework bringt zum Beispiel ein entsprechendes Modul mit, namens Chakana Ganai, haben wir alles schon entsprechend gezeigt. Ich glaube, das Video hieß Virenscanner austricksen. Den Trojaner-Baukasten, den wir jetzt hier benutzen, das ist Poison Ivy, finden Sie unter Poison Ivy in Ihrer Standardsuchmaschine oder www.poisonivy-red.com, wobei dieses Red für Remote Administration Tools steht. Einfach hier auf den Download-Link klicken, dann haben wir hier die neueste Version, einfach runterladen, muss nicht installiert werden. Habe ich jetzt hier schon ausgepackt und verknüpft, einfach mal starten. Wie Sie sicher aus anderen Semper-Videos kennen, so ein Trojaner-Szenario, das braucht immer zwei Teile. Der eine Teil ist die Client-Software, die läuft bei uns auf dem Rechner, wenn wir jetzt in unserem Szenario der Angreifer sind, während die Server-Software, das ist die eigentliche Trojaner-Software, die auf dem Rechner des Opfers läuft. Also müssen wir uns jetzt hier erstmal einen Client erstellen und einen Server, einfach im Menü File, erstmal New Client. So, das Ganze ist furchtbar einfach. Auf welchem Port soll die Kommunikation stattfinden, dann muss ein Passwort angegeben werden und so weiter und so fort. Können wir alles hier einfach direkt auf Start klicken, dann ist der Client auf Angreiferseite schon fertig. Im zweiten Schritt nochmal File, jetzt eben den Server erstellen. Einfach Create Profile, nenne ich das jetzt nochmal MyTro für MyTrojaner einfach nur. So, jetzt auch hier das gleiche. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, welche IP soll benutzt werden, worauf soll sich der Rechner eben schalten. Standardmäßig Localhost, das wäre halt die Einstellung, die Sie beibehalten, wenn Sie das Ganze auf Ihrem eigenen Rechner testen wollen. Wie eben schon gesagt, ich werde jetzt dafür sorgen, dass das diese IP ist. Und dazu werde ich mir jetzt erstmal die IP hier besorgen. IP-Config 192.168.1.169. So, das ist die IP, die der Opfer-PC nachher aufrufen wird, beziehungsweise dahin wird er eine Verbindung aufnehmen. Und das ist das, was ich eben sagte, wenn diese IP, wenn dieser Rechner bei Ihnen im LAN nicht steht, selbst wenn Sie die Trojaner-Software von uns dann eben ausführen würden, er würde versuchen, einen anderen Rechner im LAN zu erreichen, den es aber nicht gibt. Insoweit, selbst da würde jetzt noch keine Gefahr bestehen. So, merke ich mir das und trage das hier entsprechend ein. So, bis zu dem Doppelpunkt, Port muss natürlich bleiben. Ich habe den Standardport belassen und eben auch bei der Erstellung des Clients hatte ich auch den Standardport, weil ich halt nichts dran geändert habe. Ansonsten, das ist hier noch eine recht interessante Einstellung. Da kann man schön dran sehen, wie das Ganze arbeitet. Und zwar hier bezüglich des DNS
Ports, da wird natürlich ein normaler Angreifer niemals seine richtige IP hinterlassen. Wenn ich das jetzt hier mit meinem anderen Rechner mache, der im LAN steht, dann würde natürlich der Rechner des Opfers relativ genau sehen können, wo der Angriff herkommt, wenn er denn überhaupt dahinter kommt. Womit wir allerdings natürlich als Angreifer immer rechnen müssen. So, und deswegen darf er natürlich niemals unsere direkte IP sehen. Und dafür gibt es theoretisch die Möglichkeit, sogenannte Dynamic DNS Services zu benutzen, zum Beispiel NoIP. Zusätzlich kann das Ganze auch noch durch einen Proxy geschleift werden, werde ich natürlich jetzt hier alles nicht machen, da ich eine direkte Verbindung haben möchte. So, ansonsten die Standardeinstellung, soll das Ganze gestartet werden, wenn das System startet. Das werde ich natürlich jetzt hier nicht machen und Sie in Ihrem Selbsttest auch nicht, weil wenn alles schief läuft und Sie sich damit Ihr eigenes System, sage ich jetzt mal, lahmlegen, dann, weil es ja theoretisch möglich sein kann, dass Sie eine Art Loop produzieren, wenn Sie auf sich selbst zugreifen, dann spätestens nach dem Neustart funktioniert wieder alles ganz wunderbar, weil die Software halt nicht mitgestartet wird. So, kriege ich das auf jeden Fall hier auch nochmal raus. Ansonsten, wohin soll er sich kopieren? Durchaus auch hier wieder attraktive Möglichkeiten. Systemfolder, also System 32 bei Windows XP zum Beispiel, der Windows-Ordner oder eben zum Beispiel Alternate Data Streams oder Data Streams, haben wir schon in anderen Videos gezeigt. ADS, einfach mal danach suchen. Gehen wir also jetzt hier einfach weiter auf Next. Als nächstes gibt es weitere Möglichkeiten. Wir könnten das Ganze zum Beispiel versuchen, in einen Standard-Webbrowser zu injizieren, sodass die Verbindung quasi immer läuft, wenn der Standard-Webbrowser läuft. Wäre also auch eine Möglichkeit. Keylogger, den nehme ich jetzt allerdings noch mit. Das möchte ich nachher testen. Kommt hier zwar eine Warnung, dass das System des Opfers damit eventuell Schaden nimmt, aber das ist dem Standardangreifer wahrscheinlich relativ egal. Also einfach auf Next klicken. Hier könnte ich mir jetzt ein Icon aussuchen. Brauche ich jetzt allerdings hier auch nicht. Und am Ende bin ich angekommen, habe hier den Generate-Button, klicke da also drauf. Mitro-Exe. So, erledigt. Das heißt, die grundsätzliche Erstellung hat jetzt ungefähr eine Minute gedauert, wobei natürlich ein richtiger Angreifer sich jetzt noch die Mühe machen muss, den Trojaner entsprechend zu verschlüsseln. So, wir klicken jetzt allerdings nur auf OK. Hier läuft unser Client und er wartet eben auf die entsprechenden Verbindungen. Unser Trojaner, den habe ich jetzt schon rüber kopiert auf den Opfer-PC, der läuft hier, Mitro-Exe, klicken wir also einfach drauf. Wir bekommen natürlich nicht viel mit. Über den Task Manager können wir ihn aber natürlich trotzdem sehen. Da oben läuft er. Und wir sehen als Benutzer, Semper-Video läuft also mit Nutzerrechten. So, dass jetzt da oben quasi ein Spawn gebildet wurde, das muss uns nicht weiter irritieren, denn normalerweise würde der Trojaner natürlich nicht vom Desktop aus gestartet werden, sondern den würden wir, haben Sie ebenfalls schon in anderen Videos gesehen, so rüberschieben, dass der irgendwo liegt, wo er halt nicht so schnell geortet werden kann. Und er würde natürlich auch nicht Mitro heißen, sondern eben irgendwas von wegen Win32, Shell.dll oder ähnliches. Nun, da der Trojaner läuft, müsste eigentlich schon eine Verbindung da sein. Schalten wir also um und jetzt sehen wir hier eine Verbindung zu dem Computer Semper Video 3. Das ist der andere Rechner. Dann, wir sehen hier den Account-Typ, ist ein Admin-Account, der da gerade online ist. Das ist natürlich unter Windows XP tödlich in diesem Fall. Wir sehen auch hier Prozessor und Arbeitsspeicher. Direkte Verbindung, die LAN-Einstellungen. Klicken wir einfach mal zweimal drauf. Bekommen wir hier das Interface und jetzt können wir hier sehen, was wir alles Schönes mit dem Rechner machen können. Da haben wir hier den Dateimanager, die entsprechenden Festplatten. Ach so, muss ich jetzt mal die Festplatte anwählen. Hier die entsprechenden Dateien. Können wir alles problemlos löschen. Gehen wir nochmal auf den anderen Rechner, um das hier auch ordentlich sehen zu können. Explorer. C. Was haben wir jetzt hier? Hier ist eine Datei namens Kill Process. So, die habe ich hier auch. Wird die mal entfernt. Delete. Ich kann das sogar, haben Sie gerade gesehen, so löschen. Secure Delete, dass das halt nicht wiederhergestellt werden kann. So, und hier ist die Datei schon weg. Registry-Zugriffe sind natürlich auch problemlos möglich. Hier bin ich direkt drin. Kann ich jetzt natürlich
mich theoretisch von Hand in die Autostartgruppe bei der Registry setzen. Macht aber keinen Sinn. Es ist ja gerade quasi im Baukasten angegeben worden, dass ich das auch automatisch erledigen kann. Ich könnte jetzt hier allerdings komplette Schlüssel entfernen, genauso wie ich natürlich auch komplette Schlüssel erstellen kann. Erstellen wir mal einen Key namens SemperVideo. So, und jetzt, wo wir den hier haben, einen String Value, den nennen wir jetzt einfach mal Gotcha. Und als Data, ich hab's dir ja gesagt. Okay, so, Wert ist drin. Schauen wir also hier nach in der Registry. RegEdit, Local Machine, System war das. Hier ist mein Schlüssel SemperVideo und hier ist mein Key drin. So, löschen wir das hier von Hand und schalten wieder um. Ansonsten bekomme ich noch jede Menge Informationen, zum Beispiel über die laufenden Prozesse, inklusive des eigenen Prozesses, der ist direkt rot markiert. Ja, Services. Ich habe hier auch die Möglichkeit, haben Sie gerade gesehen, über das Kontextmenü. Ich kann Services installieren, deinstallieren, starten, stoppen, alles Mögliche. Gleiches gilt für die angeschlossenen Geräte, Prozessor. Installierte Anwendungen. Offene Fenster, die jetzt gerade gesehen werden. Dann hier in der Abteilung Tools kann ich mir zum Beispiel anzeigen lassen, welche Ports auf der anderen Seite belegt sind, inklusive des Ports, den wir natürlich hier benutzen. Das kann natürlich der Angreifer, der das Opfer hier selbst auch sehen. Schließen wir das nochmal. Eingabeaufforderung. Haben wir schon in anderen Videos gezeigt. So, hier die entsprechende Verbindung. Hier ist natürlich dann jetzt auch die IP zu sehen, wohin die Verbindung aufgebaut werden soll. Und das ist der Punkt, an dem ich eben sagte, normalerweise würde man versuchen, das über einen Dynamic DNS-Dienst versuchen zu verschleiern. Hier ist allerdings ganz klar erkennbar, aber gut, unser Trojaner benutzt jetzt derzeit auch keine Rootkit-Techniken, zum Beispiel, um sich halt jetzt noch zu verstecken, wäre aber natürlich auch möglich. Remote Shell steht uns auch zur Verfügung. Activate, jetzt haben wir hier eine Eingabeaufforderung. Start, drei Punkte, also wird drei Punkte gestartet und drei Punkte ist der Explorer. Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit, Passwörter auszulesen. Passwörter, die sich im Cache befinden. Dann die Passwörter von Windows, von den entsprechenden Accounts, kann ich runterladen und dann entsprechend knacken, für den Fall, dass ich das brauche. Wireless ist jetzt hier nicht installiert, ansonsten würde ich das jetzt auch noch sehen können. Ansonsten haben wir hier noch Überwachung, Keylogger. Das sind die Daten, die wir jetzt hier eingegeben haben, bis jetzt. Dann habe ich noch Audio Capture, für den Fall der Fälle, dass ein Mikro an dem anderen Rechner ist, kann ich das von hier aus einschalten und dann halt zuhören, was auf der anderen Seite so alles passiert. Screen Capture ist natürlich auch möglich. Einfach hier auf Start. 2500 ist das Intervall. Also alle 2,5 Sekunden wird das Bild hier aktualisiert. Dann kann man also auch noch schön zuschauen. Wenn ich jetzt gerade nochmal den Explorer öffne, so wird das dann entsprechend nachgeliefert. Webcam, für den Fall der Fälle, dass der andere Rechner eine Webcam hat, auf Notebooks nicht unüblich, kann ich die natürlich auch von hier aus direkt einschalten und dann eben direkt zuschauen. Hier rächt es sich dann ganz besonders, wenn die eigene Webcam nicht zum Beispiel über eine Art Statusleuchte mitteilt, dass sie gerade aktiviert wurde. Dann kann man das zum Beispiel gar nicht sehen. Ansonsten als letzter Punkt Administration. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, oder der Angreifer hat die Möglichkeit, den Trojaner zu aktualisieren, neu zu starten oder sogar zu deinstallieren. Hier ist also wirklich an alles gedacht worden.
Also super einfach das Ganze. Für Sie heißt es nur, dass Sie sich auf Ihren Virenscanner also nicht wirklich verlassen können. Haben wir ja alle schon gezeigt in unseren Videos Link-Lücke und Java-Lücke. Ihr Verstand ist die beste Waffe der Verteidigung. Okay.